Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Heute mit dem Level von Mustafa. Dann geht's zurück auf Tatooine, weil wir da ein Passwort herholen müssen. Und ansonsten werden wir auf Mustafa ordentlich sammeln. Man kennt ihn. Das war's mit dem Scheiß. Ja, ich kann eigentlich direkt neu starten. Ich kann eigentlich direkt neu starten. Och man, Obi-Wan, warum hast du diesen fucking Eiswagen zerstört? Er wird alt. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, warum konnte ich den diesen Kuchenwagen nicht aufheben? Er hat ihn direkt zerstört? Zerstörst du das, Obi-Wan? Du sollst ihn nicht zerstören. Oh Mann, was tust du denn? Oh Gott, Obi-Wan, das... Nein, einfach nur nein. Warum? Warum tust du das? Du Honk! Du sollst es doch nicht zerstören. Du sollst es aufheben und werfen! Hey, Obi-Wan ist echt dumm! Jetzt habe ich schon ein Problem in dem Level, weil Obi-Wan diesen scheiß Wagen nicht aufheben will. Aber es liegt auch alles da auf diesem Scheißkreis. Ne? Macht. Macht zerstören. Reden. Werfen. Alles liegt auf diesem einen Button. Zerstör das doch nicht! Schön. Ja. Ey Leute, ist das Obi-Wans Ernst? Er soll das einfach nur mit der scheiß Macht hochheben. Warum geht das nicht? Er zerstört es einfach. Er zerstört es einfach.
Muss ich anderen Jedi wählen oder was soll der Scheiß? Ist mal ernsthaft, was soll der Scheiß? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Nein! Mann! Ey, das ist unfair! Warum zerstört der das? Ich nutze doch ganz normal die scheiß Macht. Warum hebt er die nicht, sondern zerstört das? Ah, Leute, ich krieg die Krise mit dem Game langsam. Alles muss irgendwie auf einem Knopf liegen. Ja. Ein Scheißdreck ist das. Hey Engel. Kommst gerade in einen Moment, wo ich gerade abgefuckt werde von dem Game. Nee, ich will diesen Kuchenwagen, der da steht, aufheben und werfen. Was ist los? Der zerstört's einfach. Ne? Hochheben. Und dann macht ihr das da. Wenn ich jetzt wieder versuche, es hochzuheben. Der lässt mich nicht. Jetzt hat es geklappt, aber vorhin die ganzen Male hat es nicht funktioniert, weil das scheiß Ding zerstört hat. Mit der Macht. Und das ist das, was mich total aufgeregt hat. Aber ja, das ist halt typisch Lego Star Wars, wie du siehst. So. Ich hoffe nur, dass ich das mit R2D2 schon gemacht habe. Sonst darf ich hier gleich noch mal rein.
Ich frage mich, ob ich die Mission mit dem R2 gemacht habe in der Story oder das mit der Abkürzung. Vermutlich eher das mit der Abkürzung, oder? Wenn ja, dann darf ich hier gleich nochmal rein. Wir werden es gleich sehen. Okay, tatsächlich habe ich das mit der Abkürzung bereits schon. Oder dem allgemeinen anderen Weg. Ja, da unten, aber da komme ich ja noch nicht hin. Dieses Level ist mal wieder Highlight. Ja, Anakin ist mal wieder 10 out of 10. Wir hatten schon im letzten Stream so ein ekelhaftes Level. Mit einer ekelhaften Aufgabe. Jetzt kein von den ich habe keinen Schoko dabei, ja. So, das habe ich jetzt.
Kaboom. Ups, da habe ich was kaputt gemacht. Duh. Gut, das letzte Minikit weiß ich, wo das ist. Dafür müssen wir erstmal hier raus. Gut, aber ich muss gleich eh nochmal ins Level rein wegen der einen Mission. Okay, nicht das Dreieck Spam, sondern das Viereck. So, aktivieren. Ding, 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 ding. Ja. Also die Lava-Textur ist schon echt genial gemacht hier. Okay, das habe ich zwar jetzt versaut, aber Pustekuchen. Thank you.
So, das letzte Minikit. So, dann haben wir das schon mal alles. Tja, nur ich muss jetzt wieder raus, weil eine Mission fehlt mir noch. Und ich weiß, welche das ist. Und die ist am Anfang. Jetzt habe ich schon halbe Stunde fast schon für das Level vergeudet. Och nee, Obi-Wan, hast du das jetzt ernsthaft gemacht? Oh, Leute, nein. Och, was hat Obi-Wan denn bitte jetzt getan? Och, bitte nicht. Och, Obi-Wan, du bist so eine Sau. Obi-Wan, du... Warum hat Obi-Wan das bitte gemacht jetzt? Der sollte doch Anakin gar nicht angreifen. Ich muss schneller sein als Obi-Wan, bevor er irgendwas macht. Obi-Wan versaut mir irgendwie alles momentan. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versuch es. So, das ist die letzte Aufgabe, die mir fehlt. Danke, raus aus dem Level, nie mal wiedersehen. So, Rache des Sith, erstes Level komplett. So, dann möchte ich ganz kurz auf Tatooine vorbeischauen. Und zwar in der Jundlandwüste. Denn da soll es ein Passwort für Mustafa geben.
bei den Javas irgendwo oben. So, jetzt müsste ich mal was gucken. Nee, das ist auch nicht. Da bin ich schon zu weit. Hä? Da geht's nach oben. Ich bin mir relativ sicher, dass das da irgendwo war. Ich sehe das momentan nicht auf meiner Karte, ne? Jetzt hätte ich einen Marker gesetzt. Okay, der Schlüsselcode ist hier. So, hier irgendwie soll das sein. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Den will ich eigentlich noch gar nicht einsammeln. Gut, ich bin sicher zu gehen, dass ich die nicht versehentlich einsammle.
Gehen wir wieder zurück nach Mustafa. Und ja, ich weiß, im Weltraum fehlt noch was, aber da können wir zum Zeitpunkt aktuell noch nichts machen. Ja gut, Mustafa haben wir noch nicht wirklich erkundet. Deswegen wird es schwierig sein. Hier ist auf jeden Fall was. Grün, weiß. Das, das und das. Erste Sequenz bestätigt. Nehmt die Kommunikation wieder auf, wenn ihr bereit seid. Ich schicke den Code zur Landeanfrage Tango 4. Wiederholt den Code zur Bestätigung. Orange, dann blau, dann das und dann das. Okay. Zweite Sequenz bestätigt. Die Sicherheitsvorkehrungen hier sind ziemlich streng. Noch ein Code, wenn ihr soweit seid. Alles klar, ziehen wir es durch. Letzter Code kommt. Ihr kennt die Vorgehensweise. Wiederholt zur Bestätigung. Grün, blau, gelb, pink, weiß. Rally déjà vu. Ah ja. Hier birgt sich gerade ein Kyberstein. So genau hier. Müssen jetzt die Dinger einsortiert werden. Ich hatte früher immer Probleme, die einzusortieren, weil so, einer fehlt mir noch.
Ich sehe den letzten aber gar nicht mal. Da oben. Da oben ist der letzte. Blutet momentan richtig hart. Das kann ich gut So, da oben. Das ist eine Passage für Ray. Ich stehe jetzt auf der dunklen Seite. Kann auf mich aufpassen. So etwas kenne ich nur zu gut von Yaku. Ja. Wollte gerade sagen, ne? Du brauchst das letzte gar nicht. Das ist mehr als Information mehr. Ah, wir haben jetzt die 48 Millionen. Wir können uns die achtfache Punktzahl leisten. Jetzt wird's langsam ernst. Wo bin ich jetzt gelandet? So. Hohe Turmtemperaturen. Ah ja. So, hier hätten wir wieder zwei Stück.
Und wieder ist Ray gefragt. Ah, da ist die Datenkarte. Es braucht Kisten. Nee, reicht noch nicht. Da hätten wir noch eine. Oh, mein Kopf macht mich fertig, ey. Na, ich hoffe mal, dass da oben nichts ist, weil man braucht dafür ein Trampolin und das haben wir noch nicht. Gut, dann haben wir oben alles soweit gesehen schon. Direkt hinter mir ist einer. Ah ja. Und ich weiß auch, wie ich da rankomme. Fertig. Das kenne ich aus der dunklen Seite-Broschüre. Lass mich. Das ist doch nicht wahr, oder? Nein!
komme noch gar nicht dran. Nee, es fehlt noch irgendwas. Ah ja, hier ist noch eine Kiste. Es steht noch nicht richtig. Nein! Och, ich bitte dich, was ist das denn jetzt? Was? Warum? Haben wir das gerade gesehen? Nicht dorthin! Kann doch nicht wahr sein! Oh, das geht mir so auf den Keks mit diesen Kisten, ne? Aber richtig auf den Keks. Ich sehe vor allem nichts. Was bringt ihr mir da? Also ich kann das bedienen von mir aus. Wir müssen die erste Ordnung aufhalten. Kann ich nicht. Oh, ich hasse mein Leben. Das! Geh doch da hoch, du blöde Bastarde!
Hilfe. Ich hau jetzt mal erstmal die Kairosteine raus, die ich habe. Gehen wir mal weiter. Hier in der Mitte des Raumes. So, verdammte Axt, ey. So, hier haben wir die Passworttür, die wir suchten. Dann mach auch. So, Minenanlage Passwort. Ach komm, Facebook Drache. So. Probationsmittel gegen den habe ich jetzt nicht. Ah ja.
einiges schlauer. Kniet vor Imperatoren Palpatine. Macht mich wahnsinnig. Führt einen Weg durch. Da muss ich eben alles auseinandernehmen. Ah, hier ist das Ding, was ich suche. Alter, ich komme jetzt voll schnell an gewisse Dinge ran, ne? Ich denke mal 4-2-3, ne? Olle. So, aber wir haben hier noch keinen Charakter angetroffen, den wir freischalten können.
Nee? Nicht schon wieder die Müllfresse. Vielleicht komme ich über den Weg dahin. Auf der unteren Ebene, okay. Ja, voll unnatürlich. Oh ja, solche Spielchen finde ich cool. Danke. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ach nee. Was? Was hat mich denn jetzt schon wieder... Oh Mann! Hä? Warum? Unsichtbare Wand! Willst du mich verarschen? Losgehen.
Na, das kann ja noch echt was werden, ja. Ja, super. Und wo sollen die alle sein? Ja. Wo sind die alle? Hm? Müssen ja eigentlich in der unmittelbaren Umgebung irgendwo sein. Da ist noch einer. Dort ist noch einer. Ach, da oben ist auch noch einer. Hey Daniel. Wie kann es denn eigentlich sein, dass du meistens gegen Ende von Leos aus kommst? Naja, was soll's. Ja, tja, ich bin halt am Überlegen gerade, wie ich das hier gerade anstelle. Mustafa ist nicht gerade einfach, muss ich zugeben. Shit, Humanity. So wird das gemacht. Haha. Hier gibt es aber noch eine Datenkarte? Was? Ein weiteres Flugzeug und zwei Charaktere. What the fuck? Ich habe bisher weder Charaktere noch ein zweites Flugzeug gesehen. Da über mir ist noch was. Da ist die Datenkarte auf jeden Fall.
Die steckt hier zwischen den Rohren, ne? Ja. Den Kalberstein hier. Ich fühle mich ernsthaft ein bisschen von dem Spiel gemobbt. Gerade. Ohne Scheiß. Naja, da oben. Und so einfach komme ich da nicht dran. Es sei denn, ich nutze die Kisten. So, was war das nochmal mit dem Gift? Nein, was? Daneben? Och Mist. Okay. Ich weiß schon, was zu tun ist. Ich brauche die Kisten. So, jetzt sollten wir da easy hochkommen. Okay. Ätzendes Ärger. Haben wir auch geschafft. War ich schon drin oder? Ja, ja, war ich schon. Okay. Nochmal gerade abchecken, was wir schon alles haben. Ja, hier waren wir schon. Und dann Tür auch.
Hier geht's noch runter. Einiges los, ey. Es fehlen aber auch noch 5 Kalbersteine. Alter, wo soll denn alles hier sein? Vor allem über mir ist noch was. Warte mal. Hier direkt über uns. Ja, hier muss man wirklich aufpassen. Der Schritt muss geplant sein. So, aber langsam gehen mir die Sachen aus, ne? So, wir müssten irgendwo 2 von diesen. Das war noch ein Kalberstein. Auf jeden Fall, wenn man hier in. Hier kann man auf jeden Fall lang. So mit den hier erreichen. Das ist nicht der übliche Jakuschrott. So, einmal Lava pumpen.
So. Die Lava ist abgepumpt. Das heißt, das Ding können wir jetzt nehmen. Ins andere reinstecken. Und auch hier abpumpen. Und der dritte pumpen wir mit Hilfe von BB-8 ab. Heiß, heiß, heiß! Oh mein Gott! So, dann gab's hier noch irgendwie eine Tür. Auch hier ist ein Keimerstein. Hier ist auf jeden Fall ein geheimer Raum. Okay. Jetzt ist Lösung ganz einfach. Okay, es gibt drei Panels. Och, ernsthaft. Und eins befindet sich noch hier. Hinter diesem Gold. So, letztes Stück. Bis die Sonne scheint, bis die Sonne scheint. Okay, in dem Raum habe ich alles. Heißt, wir haben schon definitiv Sachen verpasst. Es gibt noch einen Kalberstein, wo es eigentlich nur noch zwei sein müssten. Aber er ist da hinten. Komm doch hier gar nicht hoch.
Hä? Wohin führt mich das bitte? Das führt mich nur noch. Hä, Moment mal. Ich will da hoch. Aber ich komme doch da so gar nicht hoch. Hier, die Leiter muss ich hoch. Okay, dann machen wir es so ganz offiziell. Das habe ich mir auch verdient. So ist die Frage, wo habe ich jetzt noch einen? Okay, es gibt noch Sachen, die mir offen stehen. Was genau? Ah, super. Die Qual mit der Quote müssen wir abschließen, Mustafa. Auf Aktom müssen wir noch was erledigen. Gut, heißt, das können wir schon mal nicht machen. Okay, was haben wir sonst noch? Aufgabe 2, Mustafa, Akto, Mustafa. Und hier? Perfekt, Leute. Wir können keine dieser Aufgaben mehr lösen. Dafür brauchen wir beide Male Akto. Das heißt, wir können weder die beiden Charaktere, noch den letzten Kalberstein, noch das Schiff bekommen. Wundervoll. Wundervoll. Nicht wahr? Gut. Pork. Haben wir dann hier auf... Ne, auf Mustafa haben wir kein Pork. Auch keine Mausdruiden. Bombenrenner haben wir schon. Und die Truppe haben wir auch nix. Aber der Wookie, der fehlt mir noch. Der Wookie fehlt mir noch. Ja, der ist dann draußen irgendwo.
Es ist aber auch wirklich nur der Wookie, ne? Sonst ist hier nichts mehr auf Mustafa. Ja, wir schließen also Mustafa erstmal ab mit insgesamt 76,6%. Im Weltraum können wir nichts machen. Auf der Minenanlage können wir auch nicht alles komplettieren. Heißt, wir sind hier erstmal fertig mit 76,6%. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, welches Land als nächstes kommt. Weil damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Als nächstes wäre Crate dran. Crate. Die Nummer 7. Ja, dann reisen wir uns doch gleich mal dahin. Und zwar erstmal in den Weltraum. Ach, sieh an, da ist das Level. So, erstmal die Keimersteine, die 5. Dann gibt es eine Zielscheibe. Das Level packen wir heute nicht mehr rein, ne? Easy. Nein. Raumrenner scheint es aber nicht zu geben, oder? Hier auf Cried. Das habe ich jetzt keinen gesehen. Er braucht ein Kopfgeldjäger. Ich hab's gehört. Einmal Kreatur nach Dakar bringen. Oder auf Dakar fangen? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir heute Mustafa ziemlich gut abgeräumt.
So, es gibt. Hier soll direkt eins sein? So. Einpacken bitte. Sollten hier noch mehr sein. Das ist aber echt ein Mini-Bereich. Da. Arschloch. Du zeigst dich ja auf Anhieb, ja. So, überleg gerade, ob wir dann gleich Charaktere kaufen. Hier ist noch einer. Ich habe keinen zweiten gesehen, ne? Nur mal so am Rande. Da. Der klebt da einfach in der Wand. Einer noch. Und der befindet sich hier irgendwo. Hab dich.
Ach, dreh dich nicht ständig um, Junge! Da ist es jetzt. Ja. Beenden wir diese Mission heute. Als ob das noch weitergeht. Das nach Jakku noch bringen, geil. Hab mir ja gar keine Ruhe. Halt! Diese Fracht sieht mehr als verdächtig aus. Ach kommt. Tja, es geht von einem warmen Gebiet ins Eisgebiet, ne? Und ja gut, wir müssen jetzt erstmal die Mission abschließen. Ich geb sie euch aber nicht. Alle getroffen. Jo, zieht sich doch alles in die Länge als erwartet. Ihr habt doch nichts drauf außer Zahnbelag.
Nee, jetzt mal ernsthaft. Nähere mich der Ladung. Du näherst dich niemanden. So, du bist Stress? Gott, kriegst du. Was denn? Die wollten Stress? Bleib doch mal stehen. Ich liebe Lieferung. Guter Endlich. So, zurück nach Cryde. Das ist nämlich unsere nächste Station. Dann gucken wir doch mal. Den haben wir alles zum Kaufen. Den haben wir zum Kaufen. Die wurden schon alle freigeschaltet. Aha. Einer von Luke haben wir noch hier. Luke Alt haben wir noch einen zum Kaufen. Haben wir noch Ray zum Kauf. Oh nee. Achso, das war's an den Nedis fürs erste. Helden, was haben wir denn da noch? Da war zu einem den hier. Alter. General Lea haben wir in verschiedensten Formen hier. Ich habe eigentlich gerade gar keine Lust zu kämpfen, aber okay. Das sind so viele, ey.
viel man sich hier schon kaufen kann. Das wollte ich nicht. Ich dachte, den kann ich kaufen, aber nee. Alter, was? Wie viele Charaktere habe ich bitte denn schon? Aber ja, okay. Meine lieben Freunde, nächste Woche geht's dann weiter mit Lego Star Wars Skywalker Saga. Und wir werden dann auf Crait auf der Oberfläche dann die gänzlichen Sachen sammeln. Mustafa können wir ja erstmal nicht komplettieren. Von daher ist halt so. Und wir sehen uns dann am Freitag bei Assassin's Creed Revelations. Bis dahin und ciao.